Das Wort bekommt nun der Abgeordnete Dr. Scheuert. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Senator Raabe, ich wollte mich eigentlich bei der Debatte gar nicht zu Wort melden, aber Ihre Worte, Herr Senator Raabe, Ihre Worte eben waren dann doch so interessant, dass ich davon kurz einiges ansprechen möchte. Erstens habe ich zur Kenntnis genommen, dass Sie sich in Sachen Schulbau als ein Opfer der Medien in Hamburg verstehen. Das ist bedauernswert, aber in dem Fall, Herr Senator Raabe, denken Sie über Ihren Sprecher nach und über Ihre Abteilung. Sie beschäftigen einige Sprecher und wenn es eine Woche dauert, in Erfahrung zu bringen, auf welche Fälle sich denn ein Bericht in der Presse bezieht, dann fließen da Steuergelder in Ihrer Behörde in falsche Personalressourcen. Zweitens habe ich zur Kenntnis genommen, dass Sie Ihr eigenes Musterflächenprogramm als dummes Zeug hier auf Nachfrage bezeichnen, Ihr eigenes Musterflächenprogramm von 2011 als dummes Zeug oder Dummtüch bezeichnen. Das haben wir schon früher getan, inhaltlich, aber dass Sie so polemisch darüber herziehen, ist bezeichnend. Dass Sie schließlich drittens hier herablassend über Hamburger Bezirkspolitiker in der Weise sprechen, dass sie sagen, es sei denen doch gestattet, auch mal nachzudenken, finde ich für einen Senator der Freien und Hansestadt Hamburg unwürdig. Und viertens, und damit komme ich auch schon zum Schluss, finde ich es überraschend, die Bautätigkeit und den Erfolg der Bautätigkeit eines Senates in Sachen Schulbau daran zu messen, wie viel Geld ausgegeben wird. Das hat ein Bischof in Süddeutschland auch schon mal gemacht, viel Geld ausgegeben. Daran kann man aber doch bitte nicht messen, ob erfolgreiche Bautätigkeit im Sinne der Hamburger Schulen stattfindet, sondern entscheidend ist doch, wie viele Quadratmeter Unterrichtsräume, Nebenflächen, Grundstücksflächen entweder geschaffen werden oder ersetzt oder saniert werden. Wir könnten jetzt dazu natürlich mit kleinen Anfragen nachlegen. Sie haben ja heute Nachmittag erst hat Ihre Fraktion diese Pressemeldung rausgegeben. Aber ich würde mir doch wünschen, vielleicht sagen Sie uns das zu jetzt, Herr Senator Raabe, oder Sie, Herr Dressel, legen Sie doch nach zu Ihrer Pressemeldung von heute, dass Sie 320 Millionen Euro Steuergelder ausgegeben haben und legen Sie nach in den nächsten Tagen und informieren Sie mal die Öffentlichkeit darüber, was genau im Sinne der Schulen mit dem Geld angestellt worden ist. Ich warte jetzt mal eine Woche und wenn dann nichts kommt, mache ich eine kleine Anfrage dazu, dann haben wir noch was zum Herbst, aber ich würde es mir wünschen. Vielen Dank.